Hallo ihr Lieben, ich habe euch heute Abschied auf Italienisch von Andrea Bonetto mitgebracht. Das Buch ist der erste Band einer Reihe, aber in sich abgeschlossen. Ich durfte es als Rezensionsexemplar lesen. Hallo ihr Süßen, ich habe euch heute Abschied auf Italienisch, ein Ligurien-Krimi von Andrea Bonetto mitgebracht. Und falls ihr euch jetzt wundert, ja, ich weiß. Es gibt in Italien den Männervornamen Andrea, was ich immer wieder irritierend finde, was aber auch der Grund ist, warum ich zum Beispiel, wenn ich E-Mails geschrieben habe, als ich noch studiert habe, oft dann die Antwort bekommen habe, sehr geehrter Herr, Nachname einfügen. Ja, das ist mal nebenbei. Auf jeden Fall, das ist das Buch. Ich finde, das ist wunderhübsch geworden. Und allein hier schon durch diese Küstenszene mit den schönen Häusern und dem Meer bekommt man richtig Lust auf Urlaub. Das ist der Rücken und der Klappentext. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, ich habe zum Buch eine wunderschöne Buchbox bekommen. Ich habe sie euch verlinkt, falls ihr nochmal das Unpacking sehen wollt. Hier jetzt der Klappentext. Klingt doch toll, oder? Und jetzt werde ich euch erzählen, wie mir das Buch gefallen hat. Nach dem überraschenden Tod seines Vaters beschließt Kommissario Vito Grassi, in dessen Haus in Ligurien zu ziehen. In seiner Ehe läuft es sowieso nicht besonders und vielleicht hilft dieser Schritt ihm dabei, sich seinem Vater posthum näher zu fühlen. Doch kaum angekommen, läuft nichts so wie geplant. Denn es gibt nicht nur Kompetenzgerangel und einen potenziellen Mordfall aufzuklären, sondern auch eine Mitbewohnerin im Haus seines Vaters, die Vito vor allerlei Herausforderungen stellt. Für Vito Grassi sind sein neuer Job und das neue Haus in Ligurien ein ziemlicher Kulturschock. Immerhin ist er eingefleischter Römer. Die Straßen sind teilweise schrecklich im Zustand, er findet kaum Möglichkeiten, seinen Elektroflitzer zu laden, hat zu Hause weder WLAN noch Empfang, sondern stattdessen nur ganz viel Stille. Und es ist schlicht zu still. Dazu kommt noch so viel Natur für seinen Geschmack und Einheimische, die einfach so ganz anders sind als Römer. Mir war Vito nicht unbedingt unsympathisch, wirklich sympathisch aber auch nicht. Ich kam nicht wirklich an ihn heran oder fühlte mich ihm nah. Er hat ein Talent, es sich mit anderen zu verscherzen. Manchmal fand ich sein Verhalten auch alles andere als okay. Die Handlung plätschert so vor sich hin und sehr lang passiert praktisch gar nichts. Vito tut sich halt etwas schwer im Haus seines Vaters, samt merkwürdiger Mitbewohnerin. Es gibt erst einen Mord, später dann noch einen, aber der Fokus lag lange nicht wirklich auf den Ermittlungen. Es geht mehr um Landschaftsbeschreibungen als alles andere. Die sind auch wirklich schön und lassen Urlaubsstimmung aufkommen. Wer also Lust auf ein Buch hat, das Fernweh nach Ligurien weckt, mit ein bisschen Krimi nebenbei, der ist ja genau richtig. Wer aber einen Krimi lesen möchte, der zufällig in Ligurien spielt, wird wahrscheinlich eher enttäuscht. Der Fokus lag für mich mehr auf Landschaftsbeschreibungen und Nebenschauplätzen als wirklich auf dem Mord. Später den Morden. Dies zu lösen galt. Das Buch plätscherte sehr lange vor sich hin. Spannung kam bei mir nicht wirklich auf und die Auflösung fand ich jetzt eher mäßig. Der Protagonist war mir nicht unsympathisch, wirklich nahegefühlt habe ich mich ihm aber auch nicht. Hatte ich Knoten in der Zunge. Er hat ein Talent, es sich mit anderen zu verscherzen und manchmal fand ich sein Verhalten auch alles andere als okay. Mich haben zudem die vielen italienischen Sätze etwas gestört, die sorgen zwar für Italien-Vibes, aber nicht alles sind selbsterklärend und man wüsste dann schon ganz gern, was da denn eigentlich gesagt wurde. Leider sind für mich nicht mehr als 2 Sterne dran. Die Landschaftsbeschreibungen waren wirklich schön. Der Protagonist ist nicht unsympathisch und die Kritik an der Art, wie das italienische Polizeisystem aufgebaut ist, fand ich interessant. Da kenne ich mich null aus und das wurde gut erklärt, aber das war's dann auch schon. Das war's dann wieder von mir. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und macht's gut und bis bald. Tschüss!